Hallo und herzlich willkommen zur ersten Wochenvorschau im Juni 2019. Viel Spaß dabei! Leider ist auch das nächste Schreibtagebuch immer noch nicht ganz so produktiv. Ich hoffe einfach, dass es im Juni besser wird. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also ich weiß, von was es ist und ich weiß, dass es das Schreibtagebuch ist. Definitiv. Aber... Halleluja! Und Ausstellerausweise für Steffi und mich. Es ist offiziell. Oh mein Gott. Am Dienstag ist es auch schon wieder soweit, dass das nächste Lesewichtel online geht und ihr wieder bestimmen dürft, welches Buch ich im Juli lesen soll. Nee, das möchte ich nicht. Das würden wieder alle wählen, vor allem beim Büchertreff. Und darauf habe ich gar keine Lust. Aber alle anderen habe ich genommen, beziehungsweise eine Sache konnte ich auch nicht nehmen, weil mir der zweite Band fehlt und es den... keine Ahnung, wie vierten Band ausgewählt hatte. Erfahrt am Mittwoch meine Meinung zum Buch Perfekt für dich von Chantal Schreiber. Ja, lustiges, nettes, erfrischendes, vor allem Jugendbuch für Mädchen ab 12. Also genau mein Alter. Naja. Am Donnerstag zeige ich euch wieder einige Bücher vom Sub mit dem Buchstaben C. Ich habe nicht ganz 10 Bücher mehr. Es sind, glaube ich, nur noch 6. Genau, 6 Bücher habe ich noch, die mit C beginnen. Und ja, mehr ist dann erstmal nicht mehr. Das heißt, C ist erstmal abgeschlossen. Zum Vlog am Freitag kann ich nur sagen, ich bin froh, dass der Mai vorbei ist. Aber auch in unserer Wohnung passiert gerade so einiges. Wenn man jetzt hier voll aufdreht, kommt da nicht wirklich viel mehr raus. Und deswegen war... Ich denke mal, es war ein Klempner, oder? Nennt man den wahrscheinlich? Am Samstag erfahrt ihr meine Meinung zum Buch Suddenly Forbidden von Emily Fields. Das ist der erste bei einer auf jeden Fall mindestens dreiteiligen Reihe. Und ja, jedes Buch quasi spielt von anderen Protagonisten, in dem Fall sind es Daisy und Quinn. Und die beiden. Das war die Wochenvorschau und ich wünsche euch wie immer einen schönen restlichen Sonntag und einen tollen Start in die neue Woche. Bis dann, bye bye.